Hallo Leute, da bin ich wieder. Herzlich willkommen auf meinem Kanal hier bei Mehmet Oe, dem Busfahrer. Aber ab und zu machen wir ja auch so technischen Kram. Und zwar habe ich wieder ein Produkt vorzustellen. Dieses schöne Teil hier von Duji 30 VT. Ganz neu. Den werden wir gemeinsam gleich öffnen, Unboxing und werden natürlich die technischen Sachen, was der so alles kann und bietet, unter die Lupe nehmen. Damit, wenn es euch gefällt, ihr es bestellen könnt. Alles nach dem Intro. Bis gleich. Leute, wir machen jetzt mal das Unboxing. Mal gucken, welche Seite wir nehmen. Einfach mal aufmachen. Ist noch alles original. So sieht das Teil schon mal aus. Okay, wir packen erstmal alles aus. Letztens hatte ich euch ja den anderen Duji vorgestellt. Da war auch so eine Ersatzfolie dabei. Hier müsste auch schon eine Folie drauf sein. Dann, was ist das hier? Zum Screen Projector Accessoires, um den zu reinigen. Dann natürlich, hoffentlich gibt es auch was auf Deutsch. Bisschen klein, da braucht man wieder eine Brille oder eine Lupe. Aber Deutsch ist dabei. Ja, hier. Leistung und Haftungsausschluss und sowas alles. Auf Deutsch gibt es auch, werden wir natürlich gleich studieren, oder besser gesagt, ich werde es studieren. Was haben wir noch? C-Buchse, machen wir ganz auf, weil ich werde es ja gebrauchen, ich muss ja alles testen. Ja, ganz normale C-Buchse und natürlich so ein fettes Teil, damit es schnell lädt. Und beides nicht USB, sondern beides C. Kann man, egal welche Seite. Und das hier auch auf die andere Seite. Dann kann es losgehen. Die packen wir mal auf die Seite. Aber kein Ohrstecker, also Kopfhörer oder so was dabei. Dann packen wir das Teil jetzt auch mal aus. Wie geht das hier? Moment. Ah, seht ihr, ist noch alles nagelneu. Ich habe es jetzt auch zum ersten Mal in der Hand. Diesmal in so Kupferfarben mit den drei Kameras. Ein richtiges Outdoor. Ja, hier ist auch schon eins drauf. Das kann man hier einfach so abziehen, so wie es aussieht. Und dann kann man auch was sehen. Mache ich gleich alles ready und dann geht's zum Probieren. Hier ist auch nochmal, sehe ich gerade, erklärt, welche Tasten was bedeutet. Ja, an und aus. Können wir ja gleich mal probieren, mal gucken, ob das überhaupt geht. Ich habe noch nicht geladen, nichts. Vielleicht ist... Ah, es tut sich schon was. Android. Klar, V30T Smartphone. Und hier sind dann nochmal, wie gesagt, die einzelnen Sachen. Aber das erzähle ich euch gleich. Bleibt dran. Deutsch, Deutschland, richtig. Dann Start. Dann das Übliche, womit man sich eben halt anmeldet. Können wir aber auch offline einrichten. Fortfahren, Datum und Uhrzeit, Montag, 17. April, London ist nicht unser Dings, wir nehmen glaube ich immer Amsterdam oder Berlin eigentlich, mal gucken, wo ist Berlin, aber Amsterdam war glaube ich schon gut, aber meistens ist er immer mit Berlin, aber warum kommt er nicht direkt als erstes? Naja. Aber ich meine, Amsterdam war immer eigentlich richtig. Aber Berlin ist gut, aber die haben das nicht nach ABC gemacht. Muss man erstmal noch suchen. Ja, kann man das hier nicht suchen? Hier, da ist Datum. London. Wir nehmen einfach mal Amsterdam. Weiter. Google-Dienste. Kann man natürlich alles einstellen. Müssen wir jetzt aber nicht alles einstellen. Ja, akzeptieren und so was alles. PIN festlegen, können wir auch alles später machen. Ich mache das alles mal fertig und wir gehen dann zum Test. Bleibt dran. So, ich habe mich mal mit WLAN angemeldet. WLAN haben wir schon mal. Was ich euch hierzu sagen wollte, ist, es ist wirklich ein sehr schönes Teil. Outdoor, wir machen die ganzen Tests gleich, was der so alles kann. Schwer ist der auf jeden Fall, aber der hat ja auch einen ganz starken Akku drin. Hier die einzelnen Daten, was der so alles hat.
Den schönen Doji, den gibt es in drei verschiedenen Farben, wie ihr sehen könnt. Mit seinem 6,58-Inch Display Full HD ist es ein sehr schönes Teil. Die Standardkamera mit 108 Megapixeln ist super geeignet, genauso wie der 20 Megapixel Nachtsichtsensor und der Ultra HD mit 16 Megapixeln sowie die Frontkamera mit 32 Megapixeln. Ein gelungenes Stück Qualität. Eine starke Leistung bietet auch der 12 GB RAM und der 8 GB, den man noch erweitern kann. Insgesamt hat es ein 256 GB ROM mit einer starken Leistung 10.800 mAh, 66 Watt, fast Charging, schnelles Laden gewährleistet. So, jetzt wissen wir einiges, warum der so dick und schwer ist. 40 Tage Standby, das heißt, ihr braucht euch gar keine Sorgen machen für Akku. Dafür ist eine Powerbank und Handy, Akku in einem Gerät. Wir gehen jetzt mal raus und machen ein paar Aufnahmen mit diesem Gerät. Dann übertrage ich das natürlich auf das andere Handy, damit ihr das später sehen könnt. Wir machen den Test, den hatte ich ja letztens mit dem anderen Doji auch gemacht, einfach mal ins Wasser schmeißen und so. Aber wenn die das versprechen, dann wird es wohl halten. Und die Nachtsichtkamera hat er natürlich auch noch. So Leute, wir machen jetzt hier den Test mit unserem Teil. Wichtig ist, dass das hier, warte Moment, zum Laden richtig zu ist. Ansonsten ist überall... Ich habe das jetzt auch am Aufnehmen, weil wir werden das gleich ins Wasser schmeißen, weil so könnt ihr den ja überall schmeißen, wo ihr wollt. Weil es ja ein Outdoor ist, passiert da nichts. Und bin mal gespannt, ob der dann auch noch im Wasser aufnimmt. Der ist jetzt am Aufnehmen, schmeißen wir jetzt mal rein. Und wie ihr sehen könnt, müsste der mich auch trotzdem noch im Wasser aufnehmen. Ja, der zählt, kann man richtig sehen, dass er noch am Aufnehmen ist. Wir gucken natürlich auch die Aufnahme später, wie das ist. Ich hole das Teil jetzt mal raus und trockne es mal. So, ich hatte vorhin ja auch noch ein paar Fotos und ein kleines Video draußen auf dem Balkon gemacht. Das schauen wir uns jetzt auch noch mal an. Jetzt haben wir eine andere Möglichkeit, eine andere... Und das hier müsste jetzt 4K-Qualität sein. Ja. Wirklich toll. Und wir gehen auch noch mal in den Keller. Da ist es noch dunkler. Ist noch im Moment noch ein bisschen hell. Und probieren auch noch die Nachtsichtkamera auch noch aus. So Leute, wir machen auch den Test mit dem Nachtsichtmodus. Hier ist eigentlich alles ganz dunkel, aber durch die rotes Licht, was das menschliche Auge nicht sieht. Ich mache mir jetzt die andere Kamera, vielleicht könnt ihr das dann sehen. Schaut mal, da müsste das eigentlich zu sehen sein, das rote Licht. Nee, es ist nicht zu sehen, aber es ist da. Und hier zum Beispiel, wenn ihr sehen könnt, eigentlich ganz dunkel, ja. Ich könnte jetzt hier theoretisch im Dunkeln die Zeitung lesen. Was man jetzt mit dem anderen? Guck mal, da ist alles dunkel, da sieht man gar nichts. Dunkel. Aber mit der Kamera kann man sogar im Dunkeln Zeitung lesen. Hier, der ist dunkel. Wenn jetzt ein bisschen Licht kommt, wird er hier auch erscheinen. Der ist am Aufnehmen, seht ihr? Ja, aber im Dunkeln, dann kackt er ab. Da ist nichts. Wirklich ein sehr schönes Teil. Wenn man beim Angeln oder so ist, dann kann man richtig die Fische im Dunkeln sehen. Hier vorne ist übrigens der Schacht, wo die zwei SD-Karten, SIM-Karte reinkommt, einfach nur mit einem Fingernagel, ja, hier einfach so rein. Bei dem anderen war noch so ein Stift dabei, aber hier haben sie das jetzt anders gemacht, mit einem Fingernagel einfach mal rein. Das ist der Schacht, da kann man dann eben halt erweiterbare SD-Karten oder so reintun und die SIM-Karte.
einfach wieder zumachen und fertig. Wirklich ein schickes Teil. Diesmal behalte ich den und mal gucken, ob wir den auch zum Filmen für unsere Videos gebrauchen können. So, wir sind am Ende unseres Videos, unserer Vorstellung von diesem schönen Duji V30T. Der hat überzeugt, auf jeden Fall. Bisschen schwer, gewöhnheitsbedürftig, wenn man so überlegt, so klein, ne, und dünn, wenn man jetzt hier nebeneinander tut. Aber die halten eben halt vielleicht nur einen Tag, aber der hält 40 Tage, war das, glaube ich, was ich gesehen hatte, Standby, weil der Akku direkt schon als Powerbank integriert ist. Ich hoffe, das Video hat euch Spaß gemacht und das Teil natürlich auch. Wenn ihr noch ein paar Prozente haben wollt, unten habe ich noch mal was verlinkt. Da gibt es noch diesen Coupon von Amazon und so. Wenn ihr euch das bestellt, habt ihr dann auch 20%, 30%, je nachdem, was für einen Tag man hat, Begünstigung. Ansonsten sieht man sich beim nächsten Mal wieder bei einem Tech-Video. Mal gucken, was es noch so zum Vorstellen gibt. In diesem Sinne, bis dann, euer Mehmet Oe. Ciao, Leute.